Was hat der ganze Raum mit allem, mit Technik, mit Rechnern gekostet? 10k? Ah! Ich glaube, mein Setup, nur das Setup Technik hat bei mir schon 8k gekostet. Die haben zwei. Wir gehen rein, gucken uns ein paar Videos an und gestern ist ein Zusatzvideo gekommen. Aber da muss ich reingucken. Ist mal völlig was anderes, aber wir sind ja auch im Stream gerade. Streaming Bunker. Streaming Bunker ist fertig. Wir sind jetzt auf Twitch, Naturensöhne. Alter, ich glaube, die haben sich da das übelste Studio in den Keller gezimmert. Ich bin ein bisschen verwundert, warum die das Bunker nennen, weil es ist ja, die sind ja nicht in einem Bunker. Aber ich glaube, das ist nur so ein Pseudonym quasi für sie. Und dann gucken wir mal rein. Wenn ihr wissen Wie wollt, unser Streaming-Bunker aussieht, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Wir sind diesmal nicht draußen im Wald, sondern wir sind im Streaming-Bunker. Ja, ganz richtig gehört, wir haben endlich unser Streaming-Zimmer fertiggestellt. Und das wollen wir euch heute zeigen. Und an alle, die sich jetzt denken, ach du Scheiße, was wird mit den Kanälen? Sind die jetzt nur noch drinnen? Nein, Leute, beruhigt euch bitte. Berügt mit Ü. Es bleibt hier alles so, wie es ist. Es kommt jeden Samstag ganz normal ein Video von uns draußen, wie wir coole Dinge machen. Das ist einfach völlig unabhängig davon losgelöst und nur auf Twitch zu sehen. Ja, ganz richtig gehört, wir sind bei Twitch, da heißen wir Naturensöhne mit OE geschrieben. Ist in der Videobeschreibung alles verlinkt, da könnt ihr dann raufklicken. Was seht ihr da von uns? Reactions auf jeden Fall, wie wir andere Videos angucken und reacten halt. Und wie wir zocken, zum Beispiel Survival Games, Shooter, aber auch irgendwelche RPG-Spiele. Genug gelabert, jetzt zeigen wir euch erstmal ein paar Beauty-Shots. Oha! Ich sehe schon den Bärtisch. Geil, geil. Fett, 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 Alter. Schon. Ah, okay, da hinten Spielesammlung, einfach Siedler von Catan, einfach alle Teile, die es gibt. Holy shit, Alter, wie wir sind das mit Erweiterung? Alter, krass, ist schon geil. Ist schon derbe geil. Chilliges Sofa, Schlingel. Alter, hier oben einfach auch Kamera. Hier eine Kamera. Hey, what the fuck? Was haben die da gemacht, Alter? Guck mal, hier hinten steht eine Kamera. Hier oben ist eine Kamera an der Decke fest. Da an der Seite war gerade noch eine Kamera. Alter. Geil. Freunde, jetzt habt ihr so einen Überblick über den ganzen Keller und jetzt nochmal ins Detail, so ganz kurz mal, was alles hier drin ist. Ja. Hier, Herzstück des ganzen Raumes. Unsere zwei Zockerplätze. Ja, ganz wichtig, zwei Bildschirme hier zocken wir quasi immer drauf. Links ist euer Chat dann. Ah, zwei Bildschirme. Ah, da oben haben die auch. What the fuck, da haben die einen Bildschirm mit den ganzen anderen Kameras, oder was? Und hier haben wir, also bei Gerrit logischerweise das gleiche. Allgemein das gleiche Setup irgendwie. Alter, die haben ja vollkommen übertrieben. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist ja eine fucking, das ist ein fucking Big Brother, sonst was Zentrale, Alter. Hier ist quasi der ganze Überblick nochmal, wo wir sehen, welche Kameraeinstellung dann gerade vor Ort hier ist, welche gerade eingeschaltet ist. Und welche Möglichkeiten wir haben, Alter. Ja, also ist verrückt, Alter. Wir können quasi nicht nur unser Gesicht zeigen, wir können von rechts die Kamera nehmen, von links oben die Kamera. Alter. Wir haben für einen Billardtisch bzw. für Brettspieleabende eine Kamera, die oben an der Decke nach unten zeigt. Da sieht man es, genau. Natürlich kann man sich auch mal ganz gemütlich mit unseren Kumpels hinhauen. Ne? Schöne Chill-Ecke ist auch eingerichtet, wenn es dann nämlich hier so ans Billardspielen geht und so weiter. Na, mit Kumpels hin chillen, da ist aber nicht mehr viel Platz. Einer passt noch. Da können sich ein paar an die Bar knallen, ein paar hier hinknallen. Ist nett. Apropos Bar, hier ist sie. Die war vorher schon drin. Wir haben sie noch ein bisschen verbessert, sage ich mal. Geil. Hier ist einfach so, ja, Wasserkocher, Mikrowelle, ein Kühlschrank. Ziemlich viele Bücher von uns. Ja, einfach ein Regal, wo man Zeugs verstauen ist kann. Geil. Getränke sind hier noch. Einfach, damit der Raum schön aussieht. Und wir haben trotzdem Essen und Trinken hier gut verstaut. Was haben wir hier? Bio-fettarme Milch oder was? Hä? Habe ich was verpasst? Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier sind 8 Pakete Milch? Lieferando, Kinderriegel, Cola. Gurken von Ikea. Okay. Ganz wilde Mischung. Das hier ist ein kleiner Auszug aus all den Brettspielen, die wir jetzt einfach aus unserem Privatbesitz mal zusammengetragen haben und hier reingestellt haben.
Und wir haben auch vor, die Dinger hier alle mal zu spielen. Da werden dann wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, Messinger wird am Start sein, der ja auch die Technik eingerichtet hat, genau. Michael ist am Start und wer nicht noch alles. Und ja, kleine Auswahl, Helden von Andor, Siedler von Catan, diverse andere Spiele, hier die Zwerge, habe ich auch richtig Bock drauf. Boah, ich habe Bock auf Escape Games hier und Exit Games. Ja, ist auch mega geil. Vor allem, weil die ganze Atmosphäre dann auch alles da passend so einrichten kannst, dich dann dazu passend anziehst und so. Ja. Weil die Zwerge habe ich halt richtig Bock, dass wir dann alle mit so langen Werfen und dann scheiße am Tisch sitzen. Richtig geil. Und das Coole ist... Wo ich mal gespannt bin, das kann ich noch nicht einschätzen, wie geil das für den... Zuschauer in einem Livestream ist, wenn die jetzt so Siedler von Catan spielen. Also ob du als Zuschauer das irgendwie feierst und mitfühlst und guckst und verstehst oder, ne, wisst ihr, wie ich meine? Den Billardtisch kann man so einen normalen Tisch umbauen. Ah. Umbauen ist auch ein großes Wort für den Vorgarten. Na klar, zack. Und schon haben wir eine okay, das ist cool. Spielfläche. Das ist cool. Schon ist es umgebaut und wir können Brettspiele dran spielen. Oder Pokerabende oder ja, Billard halt. Escape Rooms. Hier direkt bei Interaktion. Wenn ihr irgendwelche Brettspiele zum Thema hier Outdoor Survival habt, einfach mal rein. Auch geil. Hä, wisst ihr, was du da eigentlich spielen musst? Was nämlich auch geil für die Community ist? Tabu. Oder so ein Ding. Das würde geil kommen. Ich glaube, das ist lustiger halt. Als wenn die jetzt einfach Monopoly spielen. Ich weiß nicht, ob ich das stelle ich mir, glaube ich, ein bisschen langweilig vor. Oder wenn die jetzt da hocken und da einfach 4 Stunden lang Monopoly spielen, ist das geil als Zuschauer? Da muss halt schon eine gute Chat-Interaktion mit sein. Da muss irgendwie noch ein iPad dann auf dem Tisch sein und so weiter. Ja, das wäre auch ziemlich witzig, glaube ich. Werwolf wäre auch geil, ja. Ich habe richtig doll Bock, hier eine Runde zu spielen, ne? Wir haben halt die Möglichkeit, also wir haben jetzt wirklich den Raum, der ist so konzipiert quasi, dass wir auch, wenn wir jetzt hier sitzen, wie gesagt, eine Kamera geht von oben aufs Brettspiel, dann wir können alles umswitchen, damit es nicht so langweilig für euch ist. Ja. Wir haben da noch eine Kamera, die wir überall hinstellen können, wo wir wollen. Von da kommt noch eine Kamera, also ihr seht quasi alles im Spielverlauf dann hin und her geschaltet. Ihr seht sogar die Würfelwürfe. Es ist halt echt so. Obwohl man dafür vielleicht auch so eine extra GoPro dann hinstellt, wo dann so eine GoPro nur da steht, wo die Würfel reinkommen. Das wäre auch lustig. Ja. Also auf jeden Fall ist hier... Ja, ist wichtig, dass man auf jeden Fall eine extra Kamera für die Würfel hat. Richtig, man baut sich's vor, das ist eine Männerhöhle, ein Spielezimmer. Absolut, ja, keine Frage. Der Raumklang war in diesem Keller logischerweise richtig grottig und es hat alles gehallt, geschallt, war richtig schrecklich. Deswegen sieht es jetzt vielleicht ein bisschen komisch für euch aus, aber... Muss man diesen Pyramidenschaum hier anbringen überall. Ja. Und damit es wenigstens auf der anderen Seite schön aussieht, haben wir so eine Panels gekauft. Ja. Das sind quasi auch Schallabsorber. Ja. Und deswegen haben wir übrigens auch hier Teppich verlegt, weil auch Teppich keine glatte Oberfläche hat und dadurch Schall wegnimmt. Mhm. Und wem mal aufgefallen ist, wie geil diese Fliesen aussehen hier. Ja? Die haben auf ihrem Kanal nämlich ein Video auch gedreht mit uns, wie sie diese Fliesen hier verlegt haben. Und zwar Homebuild Solution. Ja, also klickt mal hier oben rechts oder links quasi rauf und dann seht ihr das Video. Und lasst mal ein bisschen Liebe für die Leute da. Also Leute, wie gesagt, das ganze Ding hier haben wir nur gebaut, damit wir auf Twitch ordentlich für euch performen können. Krass. Wer darauf jetzt Bock hat, gerne in die Videobeschreibung abchecken, da ist der Link, da könnt ihr raufklicken und kommt direkt zu unserem Twitch-Account. Auch hier nochmal gesagt, Leute, bitte macht euch keine Sorgen, auf YouTube läuft alles seinen gewohnten Gang. Das ist ihr habt euch voll verändert, ihr seid nicht mehr so, wie ihr früher einmal wart. Ich bin raus. Spaß. Video ist jetzt, glaube ich, zu Ende. Mich würde mal interessieren, was der Spaß gekostet hat. Einfach nochmal eine extra Sache, da haben wir Bock gerade drauf. Was schätzt ihr? Aber jeden Samstag komplett auf YouTube kommt, wie gehabt, ein neues Video. In diesem Sinne sehen wir uns dann auch jetzt schon am Samstag wieder, 10 Uhr, nicht vergessen. Also bis dahin. Ciao. Was hat der ganze Raum mit allem, mit Technik, mit Rechnern gekostet? 10.000? Ah! Ich glaube, mein Setup, nur das Setup Technik hat bei mir schon 8.000 gekostet. Die haben 2. Und ich habe eine Kamera. Oh, was wird der gekostet haben? Guter IKEA-Couch, dies, das. Ist jetzt nicht, glaube ich, alles so teuer. Die paar bisschen Spiele da, aber... Boah, so 30? Schätze ich mal. Gut, Kameras, was war das? Ich glaube, eine Canon-Schwenkdisplay, vielleicht sowas wie eine 80D oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Kit-Objektiv drauf haben oder nicht. Ja, vielleicht zu 35? Ja, man weiß nicht. Aber spannend. Geiles Ding. Also, was ich auf jeden Fall fühlen würde, wenn ich irgendwann mal ein Haus habe, wäre auch so Man Cave, ne? Wisst ihr, was ich mit Man Cave meine? Warte, ich muss mal Bilder raussuchen. Aber da werden manchmal auch ganz blöde Bilder angezeigt, deswegen muss ich mal kurz... Aber ein Man Cave ist quasi ein Raum, na, eine Männerhöhle halt. Wisst ihr, was ich meine? Das gute alte Herrenzimmer. Ja, oder? Geil.
Ne? Also, was muss da rein? Da muss erstmal so ein riesen Sofa rein, wo du so mit 8 Leuten dran sitzen kannst, aber jeder kann hardcore chillen. Ja. Und dann hast du einen riesen Flatscreen, wo du halt natürlich die ganze Zeit UFC läuft. Käfigkämpfe. So, ist ja klar. Dann Billardtisch muss rein. Bar auch geil. So, dann auch 2 entspannte Sessel, wo du auch mal einen Whisky schlürfen kannst oder so. Ja. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen auch auf Jagdhütte hier angelehnt. Aber da muss eigentlich auch Dart muss da rein. Ja. Ein Flipper. So ein Zeug. Das ist schon geil. Oh, guck mal, auch geil. Hier hinten hast du dann einfach so Betten drin. Kannst du klassenfahrtmäßig auch mit deinen Atzen einfach dran da drin direkt pennen. Das ist hier. Da sehe ich mich dann in dem Sessel. Auf ganz entspannt. Irgendwann mal mache ich Streams nur noch in so einem Sessel und dann erzähle ich euch die Geschichten von damals. Ich habe da so eine Pfeife. So ein Ding ist das. Ja. Ey, ist geil. Ich bin gespannt. Ich folge den Jungs. Erstmal hier Daumen nach oben aufs Video. Ich folge den Jungs ja sowieso schon länger auf Twitch und bin gespannt, was da so kommen wird. Vor allem jetzt nicht nur das normale Greenscreen-Zocken, sondern halt wirklich dann irgendwie Tabletop-mäßig. Nice.